Ja, muss zugeben, heute musste ich was sammeln nach Spielende, weil ich sehr klar meine bin, wir haben ja heute ein Spiel hergegeben, was du so eigentlich nicht benötigt hast. Es war jetzt kein hochklassiges Spiel, aber wir haben Kontrolle drin gehabt. Wir hatten 1-0 geführt. Wir hatten die Möglichkeiten, das 2-0 hier zu machen, um das Spiel letztendlich dann auch ein Stück weit den Sack zuzumachen. Kommen dann sogar noch in die Situation rein, dass wir in Überzahl geraten und dann ist etwas passiert, was wir uns selbst zuzuschreiben haben. Wir haben von der Intensität etwas nachgelassen in der Bereitschaft, wie wir es spielen, mit der Klarheit in der Positionierung. Und wir holen natürlich vor dem Tor mit dem Fehlpass, ohne jeglichen Druck, ohne alles dann die Standard produziert. Und wir wussten auch, bei Standards musst du gut aufpassen. Die erste Verteidigung weg, dann produzieren wir die zweite. Und die kriegen wir auf den zweiten Pfosten, wo wir klar wussten, wir zu stehen haben. Mit dem 1-1 muss man sogar noch aufpassen, weil wir auch noch in Konter gelaufen sind, weil wir dann nicht in Ordnung geblieben sind. Das war ein Spiel, was einfach unnötig war, dass wir das heute aus der Hand geben. Euch darf ich wirklich für die Zukunft alles Gute wünschen. Na, ich bin natürlich hochzufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Magdeburg hat Kontrolle gehabt in der ersten Halbzeit, das haben wir auch vorher gewusst, dass da natürlich mit diesen beweglichen, schnellen Leuten einfach auch eine Top-Mannschaft auf uns wartet. Aber ich habe auch schon in der ersten Halbzeit gefährliche Momente von uns gesehen. Nach Standards waren schon zwei, drei gefährliche Momente. Auch immer Angriffe, Umschaltaktionen, gerade wenn Lee in der Mitte sich durchspielen konnte, waren immer wieder gefährliche Momente da, wo der letzte Pass nicht kam oder wir das letzte Durchsetzungsvermögen nicht so hatten und trotzdem war ich nicht unzufrieden. Wir kriegen dann nach einem langen, hohen Ball, wo wir den zweiten Ball nicht kontrollieren, einen Umschaltmoment gegen uns, wo wir zurückliegen, haben uns in der zweiten Halbzeit dann eingeschworen, dass einfach dieser Moment auch kommt und wir einfach diese Umschaltmomente für uns einfach auch noch besser nutzen müssen, geraten dann in Unterzahl und dann, ja, war es natürlich ein klasse Moment von Ivan, der heute auch nochmal gezeigt hat, dass er natürlich ein wichtiger Spieler für uns ist. Na, und dann in Unterzahl war es brutal, was die Mannschaft gearbeitet hat, was wir für eine Mentalität und eine Moral an den Tag gelegt haben, war wirklich überragend, und da haben wir auch gezeigt, dass wir bereit sind, hier für die zweite Liga mit ein bisschen Glück, aber das wäre auch nicht verdient gewesen, weil Magdeburg natürlich schon stark gespielt hat. Hat Ivan noch den Siegtreffer auch auf dem Fuß kurz vor Ende, wo er alleine aufs Tor zugeht. Aber ich glaube, dass wir gerade nach dieser Unterzahlsituation mit diesem Unentschieden sehr, sehr gut leben können. Und ich bin froh, dass die Mannschaft dieses Herz und diese Leidenschaft, die man einfach auch in dieser Liga braucht, gerade als Aufsteiger, dass sie das heute gezeigt hat. Und deswegen können wir wunderbar mit diesem Punkt leben. Dankeschön.